Das BMW 525 Diesel Automatikgetriebe, 2011 Baujahr, erste Hand, lückenlos Scheckheft gefleckt, alle Unterlage, Beweis von BMW ausgedruckt. Und dieser Fahrzeug hatte bekannte Mängel, hinten Kofferraum, hier. So, hier ein kleiner Beule, Parkschaden, so eine Punkte. Und rechte Seite beim Teigdeckel, hier ganz kleine, so eine Punkte mit, das ist Klarlack ausgefallen, diese so eine Punkte. Sonst das Auto keine Kratze, stark Kratze, nicht nachlackiert, alles Originalfarben. So vorne ganz minimal, ich muss so ein bisschen kratzen, leichte so Parkkratzen schon. Aber außen Motorhaube und Fahrerseite oder Beifahrerseite keine Kratze, keine Beule, nicht kein. Und das Fahrzeug hatte M Lenkrad, Sportsitzer, Teilleder, Sportsitzer, Teilleder, Automatik und Navigation, professionelle Navigation. Ich mache jetzt kurz Motor an, Bordcomputer, steht keine Fehlermeldung. Gibt es keine Fehlermeldung, dieses Fahrzeug läuft einwandfrei. Vorne Scheibe hat keinen Riss, keinen Steinschlag. Tempomat, Sitzheizung, Klima, alles funktioniert einwandfrei. Mit Bluetooth und Navigation und verschiedene Sprachwahl Einstellungen, gibt es mehrere Sprachen Einstellungen, viele verschiedene, Englisch, Spanisch, Französisch, Italien, alles gibt's. Und noch dazu, ich mache kurz Motorhaube auf. Motor sehr sauber, verliert keine Öl und keine Wasser. Das Fahrzeug nicht geraucht und das ist Öl, Wanne und dann Wasser, Zylinderkopfdichte und alles okay. Das ist Xenon-Scheinwerfer mit LED, Reifen, nur hat er Sommerreifen. Das ist ganz gute Profil. Winterreifen ist so schlecht, wir haben weggeschmeißen. Das ist nur ein Reifen.
hinten. Ich mache dann Kofferraum auf. Innen so sieht das. Dieser Fahrzeug hatte Panoramadach, große so Faltdach. Innen auch so sauber. ...204 PS. TÜV ist dieser Monat abgelaufen, Ende dieser Monat noch. Beim nächsten Monat ist abgelaufen. Bis Ende März. Was kann ich noch so sagen? Das Fahrzeug kriegt mal TÜV ohne Mängel, gibt es keine Störung, keine Schaden. Verliert kein Öl, Bremse, Handbremse, alles in Ordnung. Bremsscheiben und Beleg, sage ich auch. Bremsscheibe. Das ist Bremsbeleg auch gut, Bremsscheiben auch. Motor läuft ganz ruhig. Radlage, Trankgelenk, Chorlenken und alles in Ordnung. Es ist Kurvenlicht, Tagfahrlicht, alles. Und Rückwärtskamera auch, dieser Fahrzeug. Einparkhilfe vorne, hinten. Das Fahrzeug 6 Zylinder, nicht 5 oder 4 Zylinder. Bei BMW ab dieser Modelle, beim nächsten Modelle nichts mehr 6 Zylinder. Das ist immer das ist 5 oder 4 Zylinder. Aber diese 6 Zylinder verbraucht ganz wenig und bester Motor. Das Schlüssel. Zwei Stück Schlüssel und Schlüsselsteck hier. Das ist mit Start-Stopp Automatik. Navigation. Wieder zurück Navigation zum Einstellen. Das ist Panoramadach, funktioniert einwandfrei. Das war's, dieser Fahrzeug. Auf Wiedersehen.